Verantwortung für die Umwelt. Schonender Umgang mit Ressourcen. Unsere Chemiebetriebe leisten das. Das Ludwigshafener Unternehmen Wöllner hat mit einer beispielhaften Eigenentwicklung den NOx-Ausstoß deutlich verringert und damit den Responsible Care-Wettbewerb 2012 gewonnen. Responsible Care hat in unserem Haus einen hohen Stellenwert. Dieses Projekt ist natürlich sehr wichtig für uns gewesen, aber es ist kein Einzelprojekt. Im Rahmen unserer Prozesse spielen Energien und Ressourceneffizienz eine wichtige Rolle. Insofern sind viele Projekte darauf abgestellt, diese zu schonen und dabei natürlich auch die Umweltressourcen zu schonen. Glasschmelze. In den Öfen entstehen dabei Temperaturen bis zu 1450 Grad Celsius und Abgase. Wöllner unterschreitet den NOx-Grenzwert von 800 Milligramm pro Kubikmeter um die Hälfte. Die Firma hat ein intelligentes Brennersystem für ihre Schmelzöfen entwickelt, das ohne aufwendige und ressourcenbelastende Anlagentechnik zur Stickoxidminderung funktioniert. Die neuen Ölzerstäuberlanzen sind ein Element davon. Wöllner hat damit technologisch einen Spitzenstand in der Branche erreicht. Das Besondere an der Technik? Die Eigenentwicklung ist auch auf andere Unternehmen übertragbar. Häufig bindet man sich dafür irgendwelche Dienstleister. Diesen Aufwand können wir als kleines Unternehmen nicht treiben, sodass wir gesagt haben, wir nehmen das selbst in die Hand und versuchen mit unseren Möglichkeiten diese Aufgabe zu erfüllen. Das ist gelungen, und zwar mit einer erfahrenen Belegschaft. Arbeiter, Meister, Ingenieure, bei diesem Projekt wurde über innerbetriebliche Ebenen hinweg erfolgreich zusammengearbeitet. Das ist eine Gemeinschaftsentwicklung von unseren Mitarbeitern gewesen. Es hat sehr lange gedauert, um das zu entwickeln. Es sind auch viele Leute mitgewirkt und es war wirklich gutes Teamwork. Und wir sind auch froh, dass wir so ein gutes Produkt das so rausgebracht haben. Und seit es im Einsatz ist, haben wir eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht. Und man kann sich wirklich bei den Leuten bedanken, dass sie so viel Mühe gegeben haben, das zu entwickeln. Ein perfektes Umweltmanagement in einem Traditionsbetrieb führt zu einer interessanten Innovation. Nachahmung empfohlen.